diese Möglichkeiten, die kommen auch dann auf dich zu, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Also bitte nochmal so, wie sagt das Sprichwort so schön, dir keine Gedanken um ungelegte Eier machen. Einfach mal machen und Schritt für Schritt kommt, wie es zu dir passt, zu dir auch in dein Leben. Hab da einfach Vertrauen. Hab einfach Urvertrauen ins Leben. Mein Motto ist und war immer, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und damit fahre ich wunderbar. Und diejenigen, die ich in der Richtung auch begleite, die mit meiner Hilfe ihren Weg gehen und gegangen sind, es funktioniert. Einfach tun. Hallo, einen wunderschönen Abend. Guten Abend wünsche ich dir. Heute Tag 5 der Challenge, der 5-Tage-Challenge. Ich ändere was. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier. Mal schauen, wer live heute am Freitagabend hier zugeschaltet ist. Ich warte mal noch einen Moment. Das dauert immer ein bisschen, bis ich das hier sehen kann. Und dann freue ich mich, wenn du mir mal in das Kommentarfeld reinschreibst, ob ich gut zu sehen und auch zu hören bin. Bevor ich hier vor der Kamera rumquatsche, ja, ich sehe jetzt die ersten Zuschauer. Hallo, liebe Hilke, einen wunderschönen guten Abend. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Ich habe das Gefühl, ich glühe hier noch. Wir waren heute den ganzen Tag in einer wunderschönen Therme, haben es uns gut gehen lassen, mein Mann und ich. Und ich glaube, ich habe ein bisschen lange in der Sonne gelegen. Aber das war, wie sagt man, die Vorbereitung auf Bali. Wir hatten heute hier einen wunderschönen Tag mit viel Sonne und wir haben es uns einfach nur gut gehen lassen. Das sind im Übrigen auch so die Dinge, die dich erwarten, wenn du die Entscheidung triffst, deinem Seelenplan zu folgen. Dann kannst du nämlich jeden Tag auf ein neues die Dinge machen, die du wirklich machen möchtest, die dir am Herzen liegen und kannst dir es gut gehen lassen. Denn im Grunde genommen hörst du dann auf zu arbeiten und fängst an zu wirken. Alles Bestens, du bist super zu sehen und zu hören. Ja, super. Vielen, vielen Dank, liebe Hilke. Du bist gerade die Einzige, die ich hier sehe, die zugeschaltet ist. Okay, sind noch mehrere. Ich sehe das an der Anzahl, dass mehrere hier zuschauen, aber du bist gerade die Einzige, die sich wohl zeigt. Ja, danke. Ich fühle mich auch total tiefenentspannt. Also das war heute, ich habe es gebraucht, wir haben es gebraucht. Es ist natürlich nicht so, wenn du deinen Seelenplan lebst und die Dinge tust, die dir am Herzen liegen. Ich habe eben gesagt, du hörst auf zu arbeiten und fängst an zu wirken. So sehe ich das auch bei mir. Ich habe im Grunde genommen aufgehört zu arbeiten und wirke. Aber natürlich gibt es immer noch Dinge, die auch erledigt werden wollen. Es läuft nicht immer alles, klappt. Es gibt auch mal ein paar technische Herausforderungen. Aber das sind alles Dinge, ja, das gehört irgendwo dazu. Wie sagt man so schön, das ist das Salz in der Suppe. Ohne Herausforderungen wäre es ja langweilig. Und es gibt natürlich auch Dinge, wenn ich irgendwas vorbereite, weitere Videotools vorbereite oder was auch immer, ja, dann sitze ich natürlich auch schon mal ein paar Stunden hier am PC. Aber ob ich das jetzt hier mache, ob ich irgendwo in einem Café hocke und dort Dinge aufnehme und mich um die E-Mail-Bearbeitung kümmere oder was auch immer eben ansteht, das ist sowas von egal. Ich brauche nur mein Smartphone und brauche meinen Laptop und meine Familie und mich selbst und sonst nichts. Und das ist alles auch für dich möglich, wenn du einfach mal eine Entscheidung triffst. Hallo, liebe Diana, schön, dass auch du dabei bist. Wunderschönen guten Abend. Ja, das ist alles auch für dich möglich. Glaub es mir bitte. Du musst eines oder darfst eines machen, nur mal eine Entscheidung treffen und es werden sich so viele Türen für dich öffnen. Es werden so viele Möglichkeiten auf dich zukommen. Vor allem, wenn du dich dann auch noch an Hand nehmen lässt und dir zeigen lässt, wie es auf dem einfachsten Weg geht. Du musst dich nicht quälen. Du musst dich schon gar nicht jahrelang quälen. Mit den richtigen Schritten kommst du ganz rasch, ich sag mal im Zeitrahmen von 4, 6, 8 Monaten, kannst du richtig gutes Geld auch schon verdienen mit deinem Seelenplan. Und dann kannst du immer noch die Entscheidung treffen, gibst du deinen jetzigen Job auf
oder behältst du ihn noch bei? Wie auch immer. Es ist doch immer alles deine Entscheidung. Wer entscheidet denn über dein Leben? Du, niemand anderes. Und da sind wir auch schon bei dem heutigen Thema, was ich so oft höre und was ja auch hier in der Gruppe so ein Thema ist, als ich die Umfrage gestellt hatte. So diese Angst vor dem Behördenkram. Schau mal, zum einen, vor was genau hast du denn Angst? Schreib es mir gerne mal rein, was so dein Ding ist. Vor was hast du denn genau Angst vor der Behörde? Wen gibt es denn als Behörde? Es gibt das Finanzamt, dann gibt es, ja, wenn ich manchmal so höre, ich bin alleinerziehend und bekomme noch Unterhalt, dann gibt es, wie nennt man das? Die Kindergeldstelle, keine Ahnung, Familienkasse nennt man das, glaube ich, inzwischen. Als ich, ja, da waren wir, als die Kinder auf die Welt kamen, unsere Tochter, Zweitgeborene, da war ich ja in Mutterschutz noch. Und da haben wir ja auch, waren wir nebenbei in der Network-Marketing-Branche tätig. Ich habe mich nie um irgendwelche Dinge da in der Richtung gekümmert. Ich habe einfach immer nur gemacht. Schau mal, es kann doch nicht sein, im Grunde genommen, überleg doch bitte mal, es kann doch nicht sein, dass du dich von einer Behörde oder vor irgendwelchen Ängsten oder irgendwelchen Vorschriften, klar, an die sollte man sich natürlich halten. Natürlich, wenn ich hier in Deutschland Geld verdiene, dann darf ich auch Steuern zahlen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich mich davon abhalten lasse, den Seelenplan zu leben und mir ein wunderbares Leben zu kreieren. Vor was hast du Angst vor der Behörde letzten Endes? Die Dinge, die ich halt manchmal so höre, ich bin alleinerziehend und bekomme noch Unterhalt und ich darf jetzt nichts dazu verdienen. Oder ich bin in Frührente, darf nichts dazu verdienen. Oder ich bekomme Grundsicherung, darf nichts dazu verdienen. Oder Erwerbsminderungsrente. Oder ich habe Angst, dass ich dann so viel Steuern zahlen muss. Oder der Steuerberater ist so teuer. Oder ich bekomme Frührente. Schau mal, um was machst du dir Gedanken? Das sind alles im Grunde genommen ungelegte Eier. Das kann dich doch nicht davon abhalten, jetzt mal, ich möchte dich wirklich mal wachrütteln, davon dein Ding zu machen, durchzustarten, dir ein wunderbares, geniales Leben einfach zu kreieren. Das zu kreieren, was du dir als Seele einfach mal vorgenommen hast. Die Frage ist doch, willst du dich letzten Endes immer mit dem Einkommen, was du gerade bekommst, sei es eine Frührente, sei es ein Unterhalt oder sei es einfach dein Gehalt, wo du am liebsten schon hättest, dass am 15. eines Monates schon wieder der erste wäre, wo du dich dein Leben lang quasi mit quälst oder mit zufrieden gibst und so viele Ideen hast, dass du vielleicht diese wunderschöne Welt dir anschauen möchtest, dass du dich anders ernähren möchtest. Damit fängt es doch auch schon an, dass du dich gerne hochwertiger ernähren möchtest, dass du gerne dich und deine komplette Familie ernähren möchtest mit biologischen Nahrungsmitteln. Das heißt, dass du gerne im Biomarkt nur komplett einkaufen möchtest, dass du dir gute Kleidung kaufen möchtest. Denn unsere Kleidung, die ist ja auch ziemlich ja, Billigkleidung einfach mit Chemie einfach belastet. Und schau mal, das nimmt ja auch der Körper auf. Und wenn wir uns jetzt nicht um unsere Gesundheit kümmern, dann müssen wir uns irgendwann um unsere Krankheit kümmern und müssen da Geld reinstecken. Das sind doch alles so die Dinge. Oder auch für die Kinder, den Kindern eine andere Ernährung einfach ermöglichen, eine andere Kleidung ermöglichen. Das sind doch alles so Basisdinge, die ja nun mal einfach auch Geld kosten. Und wo steht geschrieben, dass ausgerechnet du es dir nicht erlauben darfst, die Dinge zu machen, die wirklich deinem Herzen entsprechen? Deshalb die Einladung jetzt nochmal an dich.
dann alle, die sich im Nachhinein diese Aufzeichnung hier anschauen, schau doch mal, was für ein großartiges Leben auf dich wartet, wenn du deinem Seelenplan folgst, wenn du die Dinge machst, die dir am Herzen liegen, was für ein großartiges Leben auf dich wartet und auf deine Familie, wie dein Selbstwert steigt, wie dein Lifestyle auf ein anderes Level gebracht wird, wie deine Finanzen und auch deine Partnerschaft, die Beziehung zu deinem Partner, auch zu deinen Kindern auf ein ganz anderes Level gebracht wird. Ich habe mir früher so sehr gewünscht, meinen Kindern auch, es gibt so wunderbare Fortbildungsveranstaltungen, nenne ich jetzt mal, oder kindgerechte Seminare, wo es auch schon darum geht, das Mindset zu fördern und zu vermitteln, wie das Leben funktioniert. Also die Dinge, die einfach in unserem normalen Schulsystem nicht vermittelt werden. Ich konnte es meinen Kindern, als sie noch klein waren, nicht ermöglichen, weil das Geld war einfach nicht da. Und das war mit meinem Motivationsgrund durchzustarten. Und heute ist es so, und das wartet eben auch auf dich, wenn du dein Ding machst, du musst niemand um Urlaub fragen. Du teilst dir deine Zeit so ein, wie es einfach zu dir passt, wie es in deinen Biorhythmus passt, wie es zu deiner Familie passt. Und wenn du dich dafür entscheidest, auch noch, ja, dich nicht zu quälen und irgendwo eine Praxis oder ein Geschäft aufzumachen, wo du, was weiß ich, 10, 12 Stunden präsent sein musst, sondern im Zeichen des Zeitalters des Internets einfach im Online-Bereich etwas machst, auch wenn du dir das jetzt noch nicht richtig vorstellen kannst, was genau, das musst du auch nicht. Der Weg ist das Ziel. Das ist alles eine Entwicklung auch einfach dahin. Wenn du dir es einfach machen kannst, dann brauchst du nichts anderes als einen Laptop und ein Smartphone, damit du einfach auch unterwegs erreichbar bist, zum Beispiel. Mehr braucht es nicht. Du brauchst überhaupt kein Geld zu investieren in Büroräume, in Geschäftsausstattung und, und. Das brauchst du alles nicht. Du brauchst einfach nur eine Entscheidung zu treffen und im Hinblick auf den Behördenkram. Du musst noch nicht mal vom ersten Tag an eine Firma anmelden, wenn du nicht gerade irgendwo im Gastronomiebereich oder so etwas machst. Dann gilt es natürlich nochmal, besondere Vorschriften einzuhalten. Aber ich rede jetzt hier von einem freien, simplen, einfachen Business, wo es kein Hexenwerk ist, ganz zügig und auf eine leichte Art und Weise im fünfstelligen Bereich dir Monat für Monat ein sicheres Einkommen zu generieren. Dann brauchst du einfach nur eine Entscheidung zu treffen, ein paar Schritte zu machen, sichtbar zu werden und schon stehen die ersten Kunden vor deiner Tür, mit denen du arbeiten kannst, die genau dein Wissen haben wollen, was du ihnen geben möchtest, was dich einzigartig machst, was du ihnen geben kannst. Deine Firma, den Gewerbeschein, den kannst du dir rückwirkend, da spreche ich jetzt von deutschen Richtlinien, Österreich, Schweiz, weiß ich natürlich nicht, aber so viel Unterschied wird es da wohl nicht geben. Da darfst du dich natürlich selbst erkundigen. Aber hier in Deutschland ist es so, du kannst rückwirkend ein halbes Jahr lang noch ein Kleingewerbe zum Beispiel anmelden. Du musst ja nicht eine Kommanditgesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder keine Ahnung was gründen. Du kannst einfach auch mal mit einem Kleingewerbe anfangen. Und als allerersten Schritt überhaupt mal anfangen. Und wenn dann das erste Geld fließt und du merkst, okay, das macht dir Freude, dann kannst du immer noch dir deine Firma rückwirkend anmelden. Wir haben eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts einfach nur angemeldet. Eine GdBR nennt sich das. Also da musst du keine Einlagen leisten, gar nichts. Du gehst zu deinem Rathaus, holst dir deinen Gewerbeschein, der kostet im Rahmen zwischen 10 und 40 Euro und das war's. Und dann machst du dem Finanzamt gegenüber, das kannst du die erste Zeit auch selbst machen, eine Auflistung, das hast du eingenommen und das hast du ausgegeben und dann reichst du das ein. Und schau mal, meine Liebe, wenn du, oder mein Lieber, wir haben ja auch männliche Zuschauer hier, wenn du im fünfstelligen Bereich verdienst, bleib mal im niedrigsten fünfstelligen Bereich,
nur mal angenommen 10.000 Euro. Was stört dich denn dann, wenn du da ein bisschen was ans Finanzamt abgibst? Was stört dich da, wenn du dann keine Erwerbsmindertenrente mehr bekommst von 450 Euro oder Grundsicherung von keine Ahnung, wie viel das ist, 700 Euro oder so irgendwas? Was stört dich dann, wenn du dich dafür entscheidest, dir von einer Behörde, von dem Finanzamt oder wem auch immer Vorschriften machen zu lassen oder weil du alleinerziehend bist und Unterhalt bekommst und nichts dazu verdienen darfst oder keine Ahnung, was gerade deine Gedanken, deine Gründe sind. Du bleibst im Käfig hocken. Du bleibst im Käfig hocken und das Leben zieht an dir vorbei. Und gerade wenn du auch Kinder hast, was willst du denn deinen Kindern mit auf den Weg geben mal? Seh es doch bitte mal unter diesen Aspekten auch. Ich schaue mal gerade nach euren Kommentaren, damit ich auch noch ein bisschen drauf eingehe. Hilge schreibt, ich glaube schon, dass es dann immer noch To-Dos gibt, die keinen Spaß machen. Doch die Frage ist doch, wofür ich es mache. Genau, liebe Hilge, genauso ist es für mich oder für einen Arbeitgeber, dem ich total egal bin. Genauso ist es. Wenn deine Nase und wenn du jetzt noch so glaubst, also ich spreche jetzt für jeden von euch hier, die hier zuschaut, wenn deine Nase deinem Arbeitgeber morgen oder übermorgen, weil ein neuer Chef kommt, eine neue Chefin kommt oder was auch immer, nicht mehr gefällt, dann wird der Arbeitgeber Möglichkeiten finden, dass du gehen darfst. Und dann, was ist dann mit der vermeintlichen Sicherheit? Du selbst darfst dir doch nur sicher sein. Du selbst, indem du die Verantwortung für dich selbst übernimmst. Bitte nimm das mal in dein Herz auf. Hilge schreibt noch, die Behörden machen mir keine Angst. Die Herausforderung mit dem Behördenkram ist, dass ich keine Ahnung habe, was da alles zu tun ist und dass ich mich über Dinge schlau machen muss, die mir nun wirklich überhaupt keinen Spaß machen. Also, liebe Hilge, es ist wirklich so, man meldet einfach mal beim Rathaus, man nimmt sich einen Gewerbeschein, eine Einzelpersonengesellschaft, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, also einfach mal nur einen Gewerbeschein holen und dann ist man schon angemeldet. Und wenn man dann in andere Verdienstregionen reinkommt, ich sag mal, stetig dann 10, 15, 20, 30, 40, 50.000 Euro im Monat verdient. Glaub mir, dann sind die Leute an deiner Seite, die dir zeigen, was die nächsten Schritte sind, dann hast du die ersten Schritte getan, dann kommen dir weitere Ideen und dann nimmst du dir einfach auch Leute an deine Seite, die dir Möglichkeiten zeigen, was die nächsten Schritte sind. Sei es, dass du deine GmbH gründest oder was weiß ich, auf welchem Weg es dann weitergeht. Aber was stört dich das, wenn du in mehrfach fünfstelligen monatlichen Beträgen verdienst? Wenn du dir dann jemanden an deine Seite holst, den du dann auch fürstlich bezahlst, fürstlich meine ich, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro, dass er dir mal eine Beratung gibt, wie es jetzt weitergeht. Und das kann doch nicht davon abhalten, dann überhaupt so seinen Weg zu gehen. Du wirst ja auch, je größer du wirst und wächst, wirst du auch genau die Aufgaben, die dir eben keine Freude machen. Und das ist ja bei mir auch so. Ich bin ja auch ganz enorm am Wachsen. Ich mache das ja auch nicht mehr alles alleine. Ich habe ja auch ein Team, das mich unterstützt und das ist auch gerade dabei am Wachsen. Aber ich habe keine festangestellten Mitarbeiter, sodass ich da irgendwie Monat für Monat, ja, diese, also, ja, dass ich Mitarbeiter habe, die jetzt einfach wie beim klassischen Arbeitsverhältnis eben, ob die da sind oder nicht, die bekommen Summe X und fertig, sondern das läuft natürlich überwiegend auf Provisionsbasis. Und es gibt viele Menschen da draußen, sogenannte Freelancer, die nur auf dem Weg überhaupt auch arbeiten wollen. Und da gibt es auch Plattformen, wo man die findet und ganz viele Tools,
die auch, wenn ich dran denke, so meine zweite Homepage war das, die ich gestaltet hatte, mit einer Plattform, wo es dann damals, inzwischen ist das auch einfacher, aber damals war es so, dass man mit einer gewissen Programmiersprache dann noch arbeiten musste. Da hatte ich jemand, der in Pakistan hat, der glaube ich gehockt, das war ein Freelancer. Mit dem habe ich über Google Translator kommuniziert und ihm gesagt, was ich gerne hätte. Und er hat mir das gemacht. Fertig. Und er war froh, dass er auf dem Weg Geld verdienen konnte. Und zwar noch mehr, als er in seinem, als Pakistan, in seinem Heimatland, ansonsten irgendwo verdient hätte. Und mir war damit gedient, dass ich jemanden hatte, der mir das gemacht hat. Und es war für mich jetzt auf der anderen Seite nochmal günstiger zum damaligen Zeitpunkt, wo ich ja noch nicht in dem, ja, Hochpreissegment verdient hatte. Eine sehr gute Variante, dass ich da nicht 4.000, 5.000 Euro in eine Firma investieren musste, was das vergleichsweise in Deutschland gekostet hätte. Es gibt für alles Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die kommen auch dann auf dich zu, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Also bitte nochmal so, wie sagt das Sprichwort so schön, dir keine Gedanken um ungelegte Eier machen. Einfach mal machen und Schritt für Schritt kommt, wie es zu dir passt, zu dir auch in dein Leben. Hab da einfach Vertrauen. Hab einfach Urvertrauen ins Leben. Mein Motto ist und war immer, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und damit fahre ich wunderbar und diejenigen, die ich in der Richtung auch begleite, die mit meiner Hilfe ihren Weg gehen und gegangen sind. Es funktioniert. Einfach tun und nicht so viel denken, sondern einfach tun und ins Handeln kommen. Und dann ergibt sich so sehr, so vieles. Genau. Genau, so ist es, liebe Hilke. Bei 50.000 Euro im Monat kannst du alles delegieren. Da hast du sogar eine Feel-Good-Managerin, die sich um deine Belange noch kümmert, so wie du das gerne hättest. Genau so ist es. Genau, und das sind doch so die Dinge, die wirklich Freude machen. Jetzt kommen wir aber mal nochmal zurück von 50.000 Euro. Ich will ja jetzt viele hier nicht erschrecken mit 50.000 Euro, die dann denken, von welchem Unsinn redet die denn da? Bleiben wir mal erstmal bei 10.000 Euro, um mal anzufangen, weil 10.000 Euro ist wirklich so eine Basis, mit der du es dir richtig kannst gut gehen lassen. Du kannst dir die Unterstützung in den Bereichen holen, gleich von Anfang an dann eben auch. Wenn du siehst, okay, du hast die ersten 2, 3 Monate regelmäßig 10.000 Euro, bleiben wir mal bei dem Betrag verdient, dann kannst du gucken, was sind die Dinge, die dir wenig Freude machen, sei es die Buchhaltung oder sei es irgendwelche technischen Dinge oder ja, was bei mir ja auch noch dranhängt, ist der YouTube-Kanal, das ist Instagram und solche Dinge. Das sind so Dinge, die halten einfach auf und das mache ich dann zum großen Teil auch nicht mehr selbst, sondern das macht eben jemand aus dem Team. Fertig. Muss ich mich nicht drum kümmern. Und das wird alles dann Schritt für Schritt natürlich auch noch verfeinert. Und, aber wenn ich jetzt so von dem Betrag von 10.000 Euro spreche, damit kannst du einfach auf eine leichte Art und Weise dir Menschen um dich herum holen, die dann auf Provisionsbasis arbeiten. Du hast keine Fixkosten jeden Monat mit festangestelltem Personal, wie du das in der klassischen Selbstständigkeit hast. Gibst die Dinge ab, die du nicht so gerne machst, was andere machen können. Du bist natürlich der Kopf von deinem Unternehmen und du bestimmst selbst. Von den 10.000 Euro rede ich jetzt von Brutto. Da geht natürlich auch noch ein bisschen was ans Finanzamt ab, was mir immer eine Riesenfreude macht am Ende vom Monat, wenn ich sehe, die Umsatzzahlen und Summe X, wo ich immer was weiterleiten darf, und zwar in Form von Spenden. Ich habe da so eine ganz besondere Plattform im Internet, wo ich mir jeden Monat dann was aussuche. Manchmal ist es nur eine Institution, manchmal sind es mehrere Institutionen. Da wird auch angezeigt, wie viel Geld es noch braucht, um ein gewisses Projekt zu vervollständigen. Dann zahle ich da schon mal den Rest drauf, dass das eben das Kontingent erreicht ist, oder ich suche mal verschiedene Projekte aus, was sich gerade gut halt anfühlt. Das macht so eine Freude, da Geld auch weiter fließen zu lassen, und das tut einfach
so gut, wenn du dann einfach auch so viel Gutes mit dem Geld tun kannst, dass du einnimmst, wo du anderen Menschen Projekte, soziale Projekte, Mutter Erde, wem und was auch immer helfen kannst, also den Dingen, die dir eben dann auch am Herzen liegen. Und du kannst es dir gut gehen lassen. Ich habe eben von Ernährung gesprochen und habe von Kleidung gesprochen. Das geht eben auch weiter, dass du mal einfach deine Familie einladen kannst, hey, jetzt gehen wir mal irgendwie schick essen oder wir gehen mal zum Shoppen, anschließend noch essen und dann fährt man abends nach Hause und dann hat man Summe X ausgegeben, aber es fließt doch halt einfach. Und vor allem, auch wenn du im Lokal hockst, im Restaurant, damit fängst du doch auch schon an, dass du die Speisekarte bitte von links nach rechts liest. Und zwar alle, die zu deiner Familie mit am Tisch hocken, dass alle die Speisekarte von links nach rechts lesen und nicht von rechts nach links. Das sind doch auch schon so die Kleinigkeiten. Weißt du, was ich damit meine, dass man nicht erst mal rechts guckt, was kostet was, und dann links guckt, was könnte mir jetzt schmecken, womit kann ich mich arrangieren? Ja? Mit solchen Dingen fängt es doch an. Oder dass du einfach frei bist, dass du niemand anderen fragen musst, wann kann ich Urlaub machen, dass dir niemand vorschreibt, wie viele Tage du überhaupt Urlaub machst und dass du einfach anfängst zu wirken, so wie ich das einfach gerne nenne. Ich habe aufgehört zu arbeiten, ich wirke einfach und teile mir meine Zeit frei ein. Ich stehe morgens zwar immer noch recht früh auf, weil ich einfach morgens so eine Stunde für mich gerne habe, bevor jemand anderes von der Familie aufsteht, dass ich die Zeit für mich habe, um hier mein Mindset zu polieren, so nenne ich das gerne, mein Mindset auf einem gewissen Level zu halten, meine Energie schon gleich für den Tag hochzufahren, mich mental auf den neuen Tag einzustimmen. Und ja, dann habe ich ins E-Mail-Postfach reingeschaut und so verschiedene Plattformen, auf denen ich unterwegs bin, da so ein bisschen was noch abgecheckt, Computer aus und dann haben wir uns ins Auto gehockt, mein Mann und ich, und meinen ganzen Tag in der Therme und haben es uns gut gehen lassen. Und jetzt mache ich hier noch das Live-Video für dich. Das war's für heute. Und morgen früh habe ich um 8, glaube ich, einen Termin. Genau, morgen früh habe ich um 8 Uhr einen Termin und dann lasse ich mir es auch für den Rest des Tages gut gehen lassen, gut gehen. Ich bin mit meiner Tochter morgen noch verabredet, wir sind zusammen in der Stadt unterwegs. Das ist Lifestyle. Das ist Lifestyle. Und ich möchte jetzt bitte auch mit den Dingen, wenn ich das jetzt so von mir erzähle, ich möchte damit nicht angeben. Ich möchte einfach nur mal, um dich weiter wach zu rütteln und um dich zu inspirieren, dass alles möglich ist. Deshalb bringe ich dir diese Beispiele. Ich fliege ja jetzt bald nach Bali. Eine wunderbare Frauen und einen Mann haben wir auch dabei, wo wir ein ganz, ganz tolles Lebensfreude-Retreat gemeinsam machen. Und da geht mir jetzt schon das Herz auf, wenn ich jetzt schon weiß, wie viel Ballast diejenigen, die da dabei sind, da auf Bali nochmal mental abwerfen können, um es mal so auszudrücken, wie viel Heilung da geschieht. Ich sage da immer gerne, dass wir zurückfliegen können ohne Flieger, ja, im übertragenen Sinne. Dann kommt meine Familie nach, mein Mann, unsere beiden Kinder. Dann werden wir dort noch eine wunderbare Zeit miteinander verbringen. Dann werde ich im Mai wohl ein paar Tage nach Zypern fliegen, weil ich ja dort dann meinen Wohnsitz anmelde. Dann werden wir mit der Familie gemeinsam in Griechenland auch noch unterwegs sein. Dann geht es noch in die Karibik in diesem Jahr. Mit meinem Sohn bin ich auf einer Fortbildungsveranstaltung, auf einem Seminar, eine Woche in Österreich unterwegs. Also nicht unterwegs, sondern an einem Ort sind wir da. Mein Mann und meine Tochter werden gemeinsam dieses Jahr auch noch eine ganz tolle Fortbildungsveranstaltung machen, die ich letztes Jahr mit meinem Sohn auch schon gemacht habe hier in Deutschland. Und das ist doch Lifestyle, das ist doch das Leben. Und dazu braucht es einfach ein paar Euro jeden Monat. Und wenn du damit 10.000 Euro kalkulierst, das ist kein Hexenwerk, aber das ist einfach eine Basis,
wo du es dir und deiner Familie einfach auch kannst gut gehen lassen. Und dazu darfst du jetzt eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, auf dein Herz zu lauschen, auch dir zu erlauben, mal in die Richtung zu denken, wie schaut denn mein optimales Leben überhaupt aus? Mach dir das mal bitte bewusst. Ist das genauso, wie es jetzt ist, oder wäre es ein anderes Leben? Und wenn es ein anderes Leben wäre, dann mal dir das doch bitte mal aus und lausch dann nochmal in dich hinein, was macht deine Einzigartigkeit aus? Wo liegen deine besonderen Gaben und Stärken? Erlaub dir da mal ins Brainstorming mit dir zu gehen. Und da das bitte auch schriftlich aufzuschreiben, damit du es einfach auch vor Augen hast. Und schau auch, wie du morgens schon mal dir so ein paar Rituale aneignest, auf eine andere Art und Weise in den Tag startest. Und das geht, als unsere Kinder noch klein waren. Die haben sich zwar manchmal beschwert, Mama, wenn wir morgens aufstehen, dann bist du immer schon auf. Wir würden doch noch gerne zu dir kommen und noch ein bisschen mit dir kuscheln. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir morgens den Wecker gestellt, habe meine Mindset-Übungen gemacht und so mein Programm mit Meditation und verschiedenen Übungen. Jetzt zur Zeit gehe ich morgens auch laufen, eine Runde. Und aber damals, ich habe mir den Wecker gestellt, habe mein Programm gemacht und diese Stunde, die sich für mich morgens gut anfühlt. Bei dir mag das nur eine Viertelstunde sein oder mal nur 10 Minuten oder 20 Minuten. Du bist da dein eigener Maßstab. Also bitte die Stunde, von der ich spreche, das soll bitte nicht der Maßstab sein. Nur für mich fühlt sich's am besten an. Die Zeit brauche ich einfach für mich, um mich da mental richtig gut auszurichten für den Tag. Und dann habe ich mich noch mal hingelegt, weil so in etwa weiß man ja dann am Wochenende, wann die Kinder dann wach werden und dann konnten sie noch zu mir ins Bett huschen und mit uns zusammen kuscheln. Auf dem Weg habe ich das gemacht. Also mit anderen Worten, wenn du Kinder hast, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Es ist alles zu organisieren, es ist alles machbar. Und als ich an meinem Business gearbeitet hatte, wenn die Kinder abends im Bett waren, natürlich hat für mich dann der Tag nochmal teilweise angefangen, dass ich dann das eine oder andere, wenn es meine volle Aufmerksamkeit gebraucht hat, im Hinblick auf Homepage oder andere Dinge oder Videos aufnehmen, dann habe ich das eben dann gemacht, wenn die Kinder geschlafen haben abends. Aber das sind dann die Dinge, die dir wirklich Freude machen und das ist dann nicht so, wie die Dinge, die du aus jetziger Sicht, aus einer Belastung heraus machen musst, weil du das machen musst oder weil dein Arbeitgeber, dein Chef dir sagt, du musst das machen. Weil da machst du ja in erster Linie viele Dinge, wozu du überhaupt keinen Bock hast, um es mal so auszudrücken. Aber wenn du für dich selbst etwas machst, dann macht dir das Freude und dann schenkt dir das Energie. Und dann ist das auch kein Thema, wenn die Kinder abends im Bett liegen, dass du da mal noch irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde wirkst. Das ist keine Arbeit dann, das ist Wirken. Glaub's mir. Okay. So, ich schaue mal, ob ich hier noch ein paar Kommentare sehe. Gut, ja, also, ich denke, ich kann dir jetzt auch die Angst vor dem Behördenkram nehmen. Du brauchst vor nichts Angst zu haben, einfach die Entscheidung treffen, loszugehen. Du kannst ein halbes Jahr hier in Deutschland rückwirkend noch eine Firma anmelden. Auch mit einem Kleingewerbe dann einfach erstmal anfangen. Du brauchst weder vor einem Steuerberater noch vor dem Finanzamt Angst zu haben. Und wenn du in andere Verdienstregionen reinkommst und 2, 3 Monate mal im fünfstelligen Bereich bist, dann kannst du dir immer noch Leute an deine Seite holen, die dir die Arbeiten sehr, sehr gerne machen. Es gibt ja Menschen, die machen unheimlich gerne Steuererklärung. Es gibt Menschen, die machen unheimlich gerne Büro, Buchhaltung, keine Ahnung, was auch immer. Jeder hat ja so sein eigenes Faible. Und dann sind die auch für dich da. Und dann gibst du denen das, was sie dafür möchten und fertig. Und schon hast du dein Business am Start und wächst und wächst und wächst.
und erfüllst dir dein wunderbares Leben, dir und deiner Familie. Okay? Und wenn du nach diesen 5 Tagen jetzt hier, ich verlinke dir nochmal alle 5 Tage auch anschließend hier in der Übersicht, wenn du da immer noch irgendwelche Fragen hast oder sagst, ich würde ja gerne, aber da habe ich es noch oder da habe ich es noch, ich verlinke dir auch meinen Terminkalender nächste Woche. Es gibt noch wenige freie Termine, habe ich eben gesehen. Dann buch bitte jetzt gleich auch noch einen Termin. Lass uns da persönlich sprechen, weil dann bin ich definitiv weg auf Bali und werde da erstmal keine freien Termine mehr anbieten können, weil dann ist ja auch für mich mal in der Richtung ein bisschen eine Auszeit angesagt. Okay? Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Geh bitte noch mal jetzt auch mit den Gedanken ins Bett, was für ein großartiges Leben dich erwartet, wenn du es dir denn erlaubst, wenn du die weiteren Schritte machst. Und schlaf so mal mit einem Lächeln ein und freu dich auf dein wunderbares Leben und triff die Entscheidung, deinen Seelenplan jetzt zu verwirklichen und zu leben. Und wie gesagt, wenn du Hilfe an deiner Seite haben möchtest, dass du genau wissen möchtest, wie es auf die leichteste und kürzeste, auf dem leichtesten und kürzesten Weg geht, wirklich in 4 bis 6 Monaten im fünfstelligen Bereich ein Einkommen zu generieren, dann schau nach einem freien Termin und lass uns beide dann gemeinsam sprechen. Okay? Eine ganz, ganz liebe Umarmung. Hab noch einen wunderbaren Abend und bis ganz bald hier in der Gruppe. Okay, tschüss.